Kapitel 1. Kaiba. Könnte ich mit etwas anderem beginnen? Kaiba ist der Anfang und das Ende dieser Geschichte. Genauso wie die Person des Oberst Kaiba Dreh- und Angelpunkt meines damals noch jungen Lebens war, so werde auch ich einst für irgendjemanden diese Rolle spielen. Und genauso wie er streife ich das Leben dieser Menschen nur kurz, um dann weiter meine ewigen Kreise zu ziehen, als hätte all das nie stattgefunden. Gleich den Planeten, die unverändert ihren Bahnen folgen, unbeeindruckt von den Betrachtern unten am Fernrohr. Aber so einfach ist es nicht. Alles hinterlässt seine Spuren, bei den Alten und bei den Jungen. Auch wenn man es nicht gleich spürt. Doch ich kann diese Geschichte nicht ohne die meine erzählen. Um zu verstehen, welche Rolle Kaiba für mich spielt, muss man verstehen, was vorher in meinem Leben, das ich zu leben dachte, gefehlt hat. Es ist nicht wichtig, wann ich zum ersten Mal den Namen Kaiba hörte. Es ist nicht einmal wichtig, wie unser erstes Zusammentreffen verlief. Ich kann mich ohnehin nicht mehr daran erinnern. Vieles wurde mir auch erst sehr viel später klar und ergab erst dann, zusammengesetzt, einen Sinn. Nun habe ich mit Kaiba begonnen und seiner Person die Würdigung, die ihr zusteht, eingeräumt. Ab jetzt aber alles der Reihe nach. 28. März. Ein Ruck ging durch das Schiff, als die Stichflamme das Meer erleuchtete. Nur eine Sekunde, in der man die Flammen aus dem Turm schlagen sah, dann legte sich wieder Dunkelheit über die See. Die Matrosen, die an den Entfernungsmessern, Visieren, Gucklöchern und Schießscharten saßen, konnten noch für einen Augenblick erkennen, wo das dunkle Schiff die Wellen durchschnitt. In der Schwärze der Nacht regneten die Trümmerteile des Feindes auf das Meer nieder und schlugen von hier aus ohne vernehmbares Geräusch ins Wasser ein. Ein Geschoss aus unserem Geschützturm A hatte den hinteren Turm des feindlichen Schiffes getroffen und durchschlagen. Der Druck hatte Panzertüren und Luken am Turm aufgerissen, aus denen dann eine Sekunde lang die Flammen gezüngelt waren. Der Ruck, der unser Schiff durchdrungen hatte, war nicht das Echo des Volltreffers am Feind gewesen, sondern unser Aufjaulen im Moment des Sieges. Wir hatten uns duelliert und schlussendlich gewonnen. Um mich herum strahlende Gesichter. Die Mannschaften beider Geschütze in unserem Turm, dem Turm B, reckten die Arme in die Höhe, drängten sich um die Luken, aus denen die Rohre in die Nacht ragten, um einen Blick auf das davontreibende Wrack zu werfen, und schlugen sich gegenseitig auf die Schultern. Auch von mir fiel ein großer Teil der eben noch zwanghaft meinen Körper kneifenden Anstrengung ab, und ich ließ mich nach hinten in die Lehne meines Sitzes fallen. Ich griff in die Innenseite meiner Jacke und fischte die Zigarettenpackung heraus, aus der ich mich sogleich bediente. Müde legte ich die Hände auf dem Visier des Periskops vor mir ab. Über die Sprechanlage hielt der Alte eine Art kurze Siegesrede, bevor er mit knappen Befehlen wieder Normalität einkehren lassen wollte. Einer der Kanoniere rief mir etwas zu. »Jetzt mach doch mal auf!« Er deutete auf die Decke. Mit einer Hand öffnete ich die Luke über meinem Kopf, um den Zigarettenrauch abziehen zu lassen. Auch an anderen Stellen auf dem Schiff gingen jetzt die Panzerklappen auf und die angenehm kühle Nachtluft strömte ins Innere. Durch die nun offene Tür auf der Rückseite unseres Turmes kletterte ich aufs Deck, über das bereits einige Matrosen eilten. Ein kurzer Blick zurück offenbarte mir, dass von den Überresten unseres Feindes, ersten Mutmaßungen zufolge der Kreuzer Eris, nichts mehr zu sehen war. Ich blieb noch kurz stehen, spähte in die Nacht, zog an meiner Zigarette und wandte mich dann ab, um langsam in Richtung der Brücke zu trotten. Der Alte würde mit Sicherheit in wenigen Minuten eine Besprechung mit uns Offizieren abhalten wollen, sobald er sich ein umfassendes Bild von unserer Situation gemacht hatte. Seit knapp einer Woche hatten wir, die Besatzung der April nach dem Grund des Übels, das heißt, von Überfällen auf unsere Küstenstationen und den zwischen ihnen pendelnden kleinen Booten gesucht. Vor 2 Tagen hatten wir dann Fühlung aufgenommen. Weiter südlich hatten Landungstruppen Artilleriebeschuss gemeldet, der die Offiziere in irgendeinem Stab offenbar zur Schlussfolgerung geführt hatte, dass ein Kriegsschiff die Salven abgefeuert haben musste. Wir folgten der Spur durch das flache, mit Inseln gespickte Meer und hatten vorgestern gegen 4 Uhr morgens tatsächlich ein davonfahrendes Schiff der Aurelius-Klasse gesichtet. Die folgenden Stunden waren von schnittigen Manövern geprägt, die sich der Alte mit seinen Offizieren ausdachte, während wir, die Legionäre, die die Kampfbesatzung des Schiffes bildeten,
uns für das kommende Gefecht wappneten, sollten uns denn die Navigatoren in eine günstige Position bringen können. Vorn sprach die Feuerleitoffizierin, Oberleutnant Fechter, die das Gefecht geführt hatte und erklärte, dass es tatsächlich die Eris gewesen sei, die wir eben zu Schrott geschossen hatten. Da war uns ja ein schöner Fang ins Netz gegangen. Unüblich, ein solch großes Schiff derart aufs Spiel zu setzen, es zur einsamen Kaperfahrt auszusenden und uns in die Arme zu treiben. Allerdings hätte das auch anders ausgehen können, dachte ich mir und blies den Zigarettenrauch in den gut gefüllten Besprechungsraum, in dem sämtliche seemännischen Offiziere, wie auch wir, versammelt waren. Aurelius-Klasse also. Der April in Bewaffnung ebenbürtig. Genauso gut hätten wir auf den Grund geschickt werden können. Aber es war anders gekommen. Der Feind war unkonzentriert und unkoordiniert ans Werk gegangen. Und so hatten wir zwar ordentlich Feuer von drüben bekommen, aber keinen Wirkungstreffer. Was hatte die Eris hier getrieben? Na, da würde ich im Kommando ja wieder was zu hören bekommen. Der Alte hielt die Besprechung kurz. Im Anschluss an die Ausführungen von Fechter verkündete er noch das nächste Ziel. Howacht, das wir vermutlich gegen morgen Mittag erreichen würden. Er befahl außerdem höchste Wachsamkeit, sollten noch weitere Feindschiffe hier unterwegs sein. Der Großteil der Anwesenden und auch der Restbesatzung war ohnehin bereits zum nach Siegen üblichen Teil übergegangen. Die im Laufe des Gefechtes entstandene Hitze in den Geschütztürmen, auf der Brücke und im wulstigen Bauch der April wurde nun damit kompensiert, dass man sich flugs der Jacken und Blusen entledigte und sich mit Zigaretten vollstopfte. Trotzdem wusste ich, würde der Ausguck eine weitere Silhouette ausmachen, würde es keine 30 Sekunden brauchen, um aus diesem siegestrunkenen Haufen wieder eine funktionierende Maschine zu machen. Eine, die Wellen durchbricht und Feuer speit. Von der Brücke zurück an Deck blieb ich einen Moment an der Reling stehen. Noch ganz vertieft ins Gespräch mit Fechter, Leutnant Kuhle von Turm A und einigen anderen über das eben Erlebte. Still und unbeweglich schimmerte der Mond über uns, spiegelte sich in den flachen Wellen um das Schiff und bot einen interessanten Kontrast zu der hinter uns rasch wieder eintretenden Betriebsamkeit. Was die Eris hier zu suchen gehabt hatte? Ebenso ratlos war der kleine Oberfeldwebel, der an silbernen Fäden auf der Schulter als einer der beiden zufällig mitreisenden Port-TP-Unteroffiziere des Heeres zu erkennen war. Er hatte das Gefecht bei Kuhle in Turm A mitverfolgt und stellte sich mir als Griesnick vor. Was denn das Heer aufs Meer verschlage, fragte ich ihn. Mit einem Gesichtsausdruck, den ich als argwöhnisch deutete, übrigens nicht ungewöhnlich für die Soldaten des Heeres, erklärte er mir, dass er und sein Kamerad Feldwebel Speicher die Aufgabe hatten, Fernmeldeausrüstung nach Howacht zu bringen. Verschlusssache natürlich. Allgemein interessierte ich mich ohnehin nicht für solche Zusammenhänge. Howacht war nur ein kleiner Stützpunkt auf der eher unbedeutenden Insel Vagrien. Eher ein größeres Zeltlager mit einem Anlegesteg. Aber anscheinend hatte sich dort ein Brigadestab mit dem Großteil des Gefechtsverbandes eingenistet, dessen Einheiten über die umliegenden Inseln verstreut worden waren, wie Speicher uns wissen ließ. Eben jene Truppen hatten uns ja auch den Feuerregen der Eris gemeldet. Eigentlich schon komisch, dass hier nicht mehr los ist. Lohnen würde sich das schon. Fechter meinte den Regenverkehr zwischen Nord und Süd, der hier südlich von Howacht entlang führte und ein lohnendes Ziel für Kriegsschiffe auf Pirsch darstellen sollte. Mit was Schnellerem vielleicht, oder wenn, dann schon richtig, mit 3 oder 4 Pötten, wandte Kuhle ein. Die blonde Frau hatte ihre langen Haare nach dem Gefecht aus dem vorschriftsmäßigen Knoten gelöst, sodass die Strähnen sich im Nachtwind wiegten. Das Mondlicht brachte ihr helles Haar zum Leuchten, doch ihr Gesicht blieb im Dunkeln. Erneut griff ich nach einer Zigarette, zündete sie an und starrte auf das glitzernde Meer hinaus, während sich das Gespräch der Soldaten neben mir weiter um das merkwürdig deplatzierte Schiff drehte. Sicherlich, als ich mich auf die April hatte versetzen lassen, waren meine Vorstellungen andere gewesen. Ich war jetzt Oberleutnant, Marineinfanteriezugführer in der Legion, aber noch immer süchtig nach der Aufregung des unbekannten Schlachtfeldes. 2 Jahre Fronteinsatz, unbarmherziger Stellungskrieg,
hatten mich an das Kriegshandwerk herangeführt und den kaum erwachsenen Jungen, der ich gewesen war, zum Mann gemacht. Die meisten meiner Kameraden in den Gräben hatten den Krieg als notwendiges Übel angesehen, als Prüfung, die es zu meistern galt. Sie waren zwar mit Begeisterung losgezogen, aber nach einer Zeit hatte die Realität sie wieder gezügelt. Es hatte aber auch immer solche gegeben, die mit dem Kampf, wie wir ihn erlebten, nicht umgehen konnten, die die Treppen des Wahnsinns hinabstiegen oder antriebslos und resigniert implodierten. Für andere war der ewige Stellungskrieg zum trauten Heim geworden. In den mehrstöckig tiefen, dunklen Bunkern und Gräben hatten sie es sich gemütlich gemacht, hatten sich mit der unendlichen Stellung arrangiert und bewegten sich darin ähnlich wie die Beamten in ihren Bürokomplexen. Sie erfüllten ihren soldatischen Dienst, aber wenn an der Front nichts geschah, dann verfielen die Ameisen in ihren Festungen in Lethargie. Ich und viele andere gehörten zu keiner der genannten Gruppen. Das hatte ich früh gemerkt. Nach 2 Jahren war es genug. Ich meldete mich freiwillig zur Legion, der schnellen Eingreiftruppe, durchlief die Akademie, wurde nach einigen, aber kurzen Zwischenhalten an anderen Kriegsschauplätzen schließlich zum Offizier befördert und ließ mich zu einem Marineinfanterieregiment der Legion versetzen. Ich dachte, der Dienst auf einem Schiff sei ein guter Weg, um dem Stellungskrieg für immer zu entkommen. Die meiste Zeit auf der April nahmen dann aber doch die Ausbildung, der Drill an den Waffen, Sporteinheiten und Übungen in Anspruch. Dazwischen herrschte Leerlauf, in der unser Kreuzer die immer gleichen Wellen durchpflügte. Selbst wenn es zu Gefechten kam, waren meist die Artilleristen gefragt, die auf 10 oder mehr Kilometer Entfernung den Feind behagten. Wir Infanteristen standen dann in voller Montur bereit, blickten uns mit mürrischen Mienen an und hofften, dass bald der Einsatzbefehl zum Entern oder Anlanden kommen würde. Das war selten genug der Fall. Was wir jetzt brauchten, war ein Auftrag. Und wie es eben geschieht, bekamen wir auch einen.